Also ich glaube, Mülltrennung ist dafür da, dass eben die Produkte, die man, also die, den Müll, den man trennt, dass der besser recycelt werden kann. Ja, die Umwelt schon. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Dass man einige Dinge recyceln kann und andere, genau, vielleicht auf den Kompost, bei dem Biomüll, Wiederverwertung. Damit es gut entsorgt ist, damit es nicht in der Umwelt landet, dass es halt überall hinkommt, wo es hin muss. Papier kommt in den blauen Mülleimer oder in den Papiersack, den wir zu Hause haben. Dann der gelbe Sack, da kommen ja Verpackungen rein und Folien und alles, dann Restmüll. Ja, ich fange jetzt mit Bio an. Bio, da kommt halt das ganze biologische Zeug, also so Früchte, Schalen, keine Ahnung, sowas halt rein. Und Restmüll kommt im Grunde alles rein, was ich sonst nicht einsortieren kann. Ja, Biomüll kommt in braun, Bio halt. Im gelben Sack kommt Plastik, meine ich, alles so dazu. Und halt, ja, also Restmüll habe ich halt sowas wie Shampooflaschen oder sowas, eine Art. Das kommt da, glaube ich, rein. Dann gibt es da jetzt die neue Wertstofftonne. Da können, glaube ich, auch Töpfe rein. In den braunen kommt Bioabfälle oder Abfälle wie Gartenabfall und auch Küchenabfall. Restmülltonne, die graue, kommt der Restmüll rein und in die blaue das Papier. Ja, Verpackung in den Geschäften lassen, keine Plastiktüten mitnehmen in den Geschäften, Stofftaschen benutzen. Nicht direkt, nein. Also jetzt nicht aktiv. Also ich gebe mir auch schon immer Mühe, von wegen, dass ich eben keine Plastiktüten nehme und sowas. Oder auch versuche, wenn ich jetzt zum Beispiel Essen mitnehme, dass ich das in der Dose statt in der Tüte oder so mitnehme. Aber immer geht das auch nicht. Also da könnte ich noch mehr machen. Also ich würde mich zum Beispiel jetzt bei Obst und Gemüse eher für die Sachen entscheiden, genau, die nicht noch mal extra verpackt sind. Ja. Obwohl ich mich manchmal dann auch ärgere, dass die Bio-Sachen, zum Beispiel Bio-Kiwis, dann noch mal extra irgendwie verpackt sind. Dann ist man irgendwie so hin und her gerissen, ob man jetzt Bio oder unverpackt kaufen soll. Ich müsste mir darauf achten, aber im Endeffekt mache ich es eigentlich nicht. Also wenn ich halt, ich achte jetzt im Laden nicht drauf, eigentlich, ob da viel oder wenig Verpackung ist. Ich nehme eigentlich das, was am günstigsten ist, aber was mir halt eigentlich am besten entspricht, muss ich schon sagen. Ja, klar. Also allein, bei sowas habe ich immer diese Bilder im Kopf von, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber es gibt ja so Inseln, wo dann der ganze Müll gelagert wird, wo die Leute auf dem Müll leben, in so Müllstätten und alles. Und das will ich hier nicht. Und deswegen sollte man da schon darauf achten, dass man recht wenig Müll produziert. Kann man nur hoffen, aber ich finde trotzdem ist noch sehr erschreckend, dass so in vielen Städten immer noch gar kein Müll getrennt wird, so, wo man sich so denkt, okay, es sollte eigentlich jetzt schon selbstverständlich sein. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Sollte auch werden. Wir haben jetzt noch dieses neue Plastiktütengesetz, sag ich mal, wo die Plastiktüten neu reduziert werden. Finde ich auch gut, denn sowas kann man zum Beispiel auf jeden Fall einsparen. Und ich denke mal, auf Dauer muss das auch eingespart werden bei dem Müll, das wir eigentlich produzieren. Ich finde, in Deutschland gehört das schon, also im Öffentlichen jetzt vielleicht noch nicht, aber so zu Hause schon relativ zum Alltag dazu. Und ich merke das immer, wenn ich in anderen Ländern bin und frage, ja, in welchen Müll kommt das? Und dann kommt nur so, ja, in Müll. Also von wegen, als gäbe es da nur einen. Und deshalb ist das also hier, glaube ich, schon mehr im Alltag als woanders.